Oh, hallihallo, hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von ETS 2. Ja, beim letzten Mal haben wir unseren LKW gekauft. Quasten ist diesmal nicht dabei. Dafür läuft wieder Musik. Und ja, aber was ich gemacht habe, ist ja der Kilroy habe ich ausgeschaltet, den Multi-Traffic-Mod. Den müssen wir natürlich jetzt wieder einschalten, fällt mir gerade ein. Ja, wir haben unseren eigenen LKW. Das ist natürlich ganz, ganz cool. Na, wo haben wir den denn? Dam. Kilroy, genau. So, und anwenden. So, und dann fahren wir mal fort hier. Ups, was ist da los? Ja, ich hatte ja Schwierigkeiten, mein Skin zu kaufen, als ich den Kilroy drin hatte. Und was passiert jetzt? Jetzt durch den Kilroy rein und die Lackierung ist ganz anders. Aber hallo. Aber irgendwie schaut es trotzdem auch cool aus, finde ich. Kann man den mal von weiter weg sehen? Naja, in Weiß gefällt immer besser. Dann kann ich den Kilroy wahrscheinlich gar nicht verwenden. Na, jetzt fahren wir erstmal eine Runde so. Und dann sehen wir schon, Frachtmarkt brauchen wir jetzt. So, wo sind wir denn? Wir sind hier und nehmen eine Fuhre nach Košice. Jawohl. Das ist jetzt schon schade irgendwie. Aber naja, mal schauen. Hoffentlich bricht mir das jetzt nicht zusammen. Aber wenn das ein Fehler ist, dann müssen wir natürlich schauen, dass wir das hinkriegen. So. Jetzt muss ich natürlich erstmal meine Ladung holen. Aber das ist aber jetzt schade, dass der jetzt rot ist, verdammt. Woran liegt denn das? Weiß das jemand? Wenn das jemand weiß, bitte schreiben. Das gefällt mir so nicht. Die will einen weißen Truck haben. Wenn ich schon meinen eigenen Skin habe, dann möchte ich auch meine eigene Farbe haben. Dort DHL. Naja. Na komm, schalt um. Ja, und ganz kurz nochmal. Am 11.9. Was ist denn das hier? Da. Am 11.10. ist 12 Stunden Livestream mit Sehanda, Minecraft und Co. Ja, ich werde da also einen Sehanda-Wettbewerb machen, auf alle Fälle. Und dann ein bisschen was von Minecraft-Welt zeigen. Und dort habe ich auch ein paar Wettbewerbe vorbereitet für die Leute, die was dann bei uns auf dem Server spielen. Könnt ihr natürlich dann alle live dabei sein. Und ja, was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, genau, da werden wir vielleicht eventuell, ich weiß es noch nicht genau, ich bin da noch am gucken, mit, ich habe ja jetzt zwei Surfer laufen vom Landwirtschaftssimulator, und zwar einmal die neue Map, also Westport Shells, und als da dann der zweite Surfer läuft mit, sagt es mir, mit der Standard-Map. Also wer Bock hat, bei uns zu zocken, zählen die also die gleichen Pflichten eigentlich wie bei, komm, fahr mal vor, wie bei Minecraft. Was mache ich denn? Die gleichen Pflichten wie bei Minecraft, und zwar TS ist Pflicht. Ist Pflicht. Und wer spielt auf den Surfern ohne TS-Anbindung oder ohne, dass er im TS ist, fliegt. Da gibt es keine Ausnahmen. Meine Admins, die sind dazu aufgefordert, das durchzuführen. Weil ich habe das jetzt gemerkt mit unserem Minecraft-Surfer, wenn wir so hart die Regeln haben. Wir haben jetzt so 10 reguläre Spieler drauf und es macht so viel Spaß, weil kein Stress da ist. Und das ist natürlich schon mal super Sache.
So, da wollen wir mal. Was? Ah, da lassen wir eine durch. Cool. Dann müssen wir nicht jetzt nur noch die anderen durchlassen. Na? Kommt jetzt eh nichts. Komm ich da rum? Ohne dass ich das Auto beschädige? Nein! Ach komm. Habe ich aber das super hingekriegt. Weil das so richtig voll eng ist. Ja, jetzt muss ich dich mal ein bisschen mitziehen hier. Verdammt nochmal. Auch so geil wie das Spiel ist. Diese Fehler sind einfach Müll. Ja gut, ich hätte vielleicht weiter ausholen sollen. Naja, liegt bestimmt bei mir. So. Dann wollen wir mal. Ja, Musik wieder Markus Siebold. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das neue Stück schon drin habe, was er mir geschickt hat. So. Ja, warte, jetzt geht's ab. Nee, Radar, da müssen wir vorsichtig fahren. Da ist irgendwie, was haben wir da? 50, glaube ich. Da steht irgendwo Radar. Da vorne. An der Leitplanke. Nein! Ach, verdammt! Ah! Bin ich schon nicht schnell gefahren, aber ja, ich hab nicht auf Ding geschaut, Geschwindigkeit. Sondern nur immer abgebremst, Gas gegeben und dann war ich schon drüber. Verdammt nochmal, ich bin so ein Superhonk. Echt. Naja. Jetzt heißt es Geld einfahren, damit wir unsere Schulden zahlen können und eventuell unser Headquarter, Hauptquartier, vergrößern können, um Fahrer zu bekommen. So, das sind jetzt unsere Ziele. Und wir müssen natürlich jetzt auch alles selber zahlen. Wir müssen auch schauen, dass wir schlafen. Denn jetzt ist es so, nach jeder Fahrt wird nicht die Zeit wieder auf Null gestellt, sondern wir müssen schlafen. Und was noch wichtig ist, wir müssen auch selber tanken, Sprit zahlen. Wir müssen selber die Maut zahlen. Also wir müssten da jetzt schauen, wenn wir Fuhren annehmen, dass sich das wirklich bezahlt macht. Gut, im Vorhinein weiß man jetzt nicht. Gut, wenn was nach Italien geht und so, dann wissen wir, aha, dort gibt es viele Mautstellen. Aber hier kenne ich die Mautstellen noch nicht. Aber das ist ja auch weniger das Problem. Boah, schau mal, ein Biker. Cool. Ups, muss ich mal rüber hier. Auf alle Fälle, das ist immer hier verdammt eng. Eine einspurige Abfahrt von dem Ding, das ist komisch. Naja. So ist es eben. Ops, Radar. Ist jetzt hier erlaubt. Sieht man nirgends. Fahren wir mal recht langsam. Da vorne sehen wir jetzt gleich, was erlaubt ist. 90, naja, gut, dann kann man Gas geben. Mensch, mir passt das mit der Farbe nicht. Warum funktioniert das Kilroy nicht mit... Das ist echt komisch. Dann habe ich... Na, dann muss ich das Kilroy rausmachen, weil ich fahre lieber mit meinem schönen Fahrzeug, als mit Kilroy. Nur damit ich da schönere Autos habe. Okay, natürlich sind die schön, aber ich will meine Lackierung so haben, wie ich sie habe. Wie Cornelius die für mich gemacht hat. Also was meint ihr? Findet ihr das Weiße oder das Rote besser? Sagt mir, also findet ihr die normale Lackierung gut? Also auf dem weißen Track mit komplette Lackierung oder findet ihr die schöner? Dann dürft ihr abstimmen. Ganz einfach machen wir so. Genau, dann stimmt ihr ab.
Also ungefähr dann reinschreiben in die Kommentare, scheiß auf die Farbe, Hauptsache Kira ist drin und wir haben mehr Abwechslung auf der Straße. Ja, toll. Nein, die Farbe wird nicht geschissen, denn ich will schon mal weiß irgendwie. Naja. So. Ja. Wollen wir schon einen Schluck trinken? So, Autobahn zu Ende hier. Da fahren wir gleich mal rüber. Bleibt ja drinnen. Nein! Mann! Aber wer weiß, wie lange das jetzt so geht. Also schauen wir, wie lange das noch Ding können. Wir können noch 5 Stunden, brauchen wir Schlaf. Also wir schaffen die rund die auf alle Fälle. Oh, schaut mal den alten Truck an, den alten LKW da vorne, cool. War auch. DHL. Die trifft mir überall. Na komm, fahr jetzt zu. Da sehe ich nichts, da kommt auch nichts, aber das schaffen wir. So, dann noch knapp 50 Kilometer bis zum Ziel. Dann haben wir unsere erste Fahrt als Selbstständiger hinter uns. Ja, schön schaut schon aus hier. Müssen wir tanken? Ne, tanken müssen wir noch nicht. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Oh, Ferrari, Porsche, Polizei. Da wird so ein Alter. Schaut euch den an da vorne. Moment, gleich sehen wir ihn. Da wird die Cops. Da vorne, der blaue. Cool. Der ist ja ursteinalt. Wie schaut's aus? Haben wir schon einen Schaden? Nein. Na, wo ist der jetzt, der Blaue? Da vorne. Wir können den gar nicht einholen. So schnell ist der. Wenn wir den mal genauer anschauen. Ne, ist ein cooles Kyroi. Mod Trevik. Oder Trevik Mod. Wie der auch eben heißen mag. Der Link ist ja in der Videobeschreibung. Ich finde den schon super. Zumindest dann, wenn man so alte Fahrzeuge sieht. Die fahren ja heute auch noch rum. Das ist es ja. Das ist ja nicht so, als ob das nicht so wäre. Man sieht ja die heute auch noch auf der Straße fahren. Und es ist halt dann cool, wenn so alter LKW noch funktioniert. Weil die haben halt viel ausgehalten damals. Damals wurde ja Auto gebaut, um viel auszuhalten. Um Arbeitstier war ein Fahrzeug. Und heute ist es ja nur noch Prestige. Also heute ist es egal, ob es nach 3, 4, 5 Jahren oder nach
nach 280 oder 300.000 Kilometer Motoren Geist aufgibt. Dann kaufen wir mal neues, ganz einfach, so schaut's aus. Was eigentlich schade ist. Und damals ist mal, also ich weiß noch, ein Onkel von mir, der hat einen Mercedes 200er, ich weiß nicht, was, wie der heißt, ich glaube C oder D oder was auch immer, der hat damit schon über 1 Million Kilometer gefahren mit der ersten Maschine. Und das ist krass. Und das schafft man heute nicht mehr. Das ist, schafft heute kein Fahrzeug mehr. Aber ist ja klar. Es gibt einfach viel zu viel Motore und die müssen ja loswerden. Also baut man Motore, die was irgendwann auch mal kaputt gehen. Die Fehler, die sind ja schon mit eingebaut. Oder werden mit eingebaut. Es geht heute nur noch um Geld. Aber so ist das Leben, meine Freunde. So ist das Leben. Geld ist das Wichtigste. Scheiß auf Liebe, Scheiß auf Freundlichkeit, Scheiß auf alles. Hauptsache der Geldbeutel ist voll. Super. Ja, so. Oh, was haben wir da? Ein Käfer oder was? War geil. Die Käfer, das war auch so ein Teil. Fahrzeug fürs Volk. Jeder konnte sich das Auto leisten. Ob arm, ob reich. Jeder hatte ein. Das war damals in die 50er, glaube ich, oder 60er Jahre. War das eines der beliebtesten Fahrzeuge. Das war so geil. Und heute fahren auch noch einige rum. Wenn man Glück hat. Also ich kenne halt viele, die was auch Dreiecks bauen. Und bei den Dreiecks, das sind Motorräder auf drei Rädern quasi. Und da, also der größte Teil baut sich einen VW Käfermotor rein, weil die so robust sind. Weil die halt wirklich viel aushalten. Ja, Fahrzeug fürs Volk. Schön. Er lief auch. Er lief und er lief und er lief und er lief. Nein, er fuhr und er fuhr. So war das, glaube ich, mit dem Werbung. Ja, egal. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf alle Fälle ist er bei VW Käfer 1 Million Kilometer keine Seltenheit. Und 1 Million Kilometer erstmal fahren, Leute. Gut, in der heutigen schnelllebigen Zeit braucht man so ein Auto nicht mehr. Ist ja klar, man braucht heute schnelle Fahrzeuge. Weil jeder will ja schnell von einem Termin zum anderen kommen und noch irgendwo das verkaufen und dann das verkaufen. Ja, weil man das einfach braucht, weil einfach, ja, Geld wichtig ist. Natürlich ist das Geld wichtig, aber reicht nicht das Nötigste? Naja, gut. Lassen wir das mal da im Raum stehen. Ich will jetzt niemanden verurteilen. Aber ich möchte halt nur damit sagen, früher liefen die Fahrzeuge viel besser und viel robuster wie heute. Also ich bin Kfz-Mechaniker, ich habe das gemerkt. Ich weiß ja, wie die Fahrzeuge früher waren, vor 20 Jahren, wo ich gelernt habe. Und wie sie jetzt sind. Oder 25 Jahre ist es fast her. So, wir sind da! So, was kriegen wir? Der Aufstieg reicht's nicht. Aber das ist ja egal. So, fortfahren. So, also Leute. Ihr könnt entscheiden, entweder diese Farbe oder meine ursprüngliche Farbe. Da muss ich Kilroy raushauen. Also den Mod für mehr Verkehrstraffic und mehr Fahrzeuge und so. Ihr entscheidet. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und wir sehen uns. Bis bald.